Hey Leute, manche fragen jetzt, warum ich so ein Video jetzt mache, also mit Stimme. In diesem Video wollte ich euch zeigen, wie man eine Squishy macht. Also ich habe so eine Squishy gemacht, sondern ich weiß, das sieht ein bisschen blöd aus, weil ich zu so viel Klebeband benutzt habe. Zu viel, aber das sieht so süß aus. Ja, das ist auch weich genug. Oh, ja. Egal. So, bam. Ja, die ist gerade da hinten. So. Also, loslegen jetzt, wie man ein Squishy macht. Ihr braucht einen weißen Papier. Ein weißen Papier. Natürlich Stifte. Natürlich. Das habe ich vom Walmart geholt. Klebeband und so eine Pamuk. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt. Keine Ahnung, Leute. Sorry, sorry, sorry. Ja, ich weiß, mein Deutsch ist scheiße. Sorry, nochmal, sorry. Aber egal, dieses Thema will ich jetzt nicht mehr aufmachen. So, wir fangen mal an. Also. Ihr könnt das so falten oder irgendwas machen. Oder wie ich dieses Squishy gemacht habe. Ich habe das gefaltet, also so gefaltet. So gefaltet. Dann habe ich so einen roten Stift geholt. Das zeige ich jetzt. So einen roten Stift. Hier. Roten Stift geholt, dann habe ich so Herz gemalt. Dann habe ich schon einen schwarzen Stift geholt. Hier. Dann habe ich jetzt den Rand so gemalt, bisschen. Bisschen auch schwarz. Dann habe ich Gesicht gemalt. Dann habe ich hier oben geschrieben Happy Squishy, also glückliche Squishy. Und hier habe ich auch Happy geschrieben mit Rot und Schwarz, weil ich wollte ein bisschen Dekoration haben, weil das sieht ein bisschen scheiße aus. Sorry, Leute, dass ich ein bisschen sage, ein bisschen scheiße, sorry. Ja, das legen wir wieder zurück. So, ja, das haben wir jetzt zurückgelegt. Also, Leute, ich habe euch jetzt gezeigt, wie man Squishy macht. Um für Klebeband braucht ihr, um hier so, wenn ihr so macht, so macht und für diese Rand so kleben, so. Dann hier drinnen braucht ihr sowas, um das hier weicher zu machen. Also ihr braucht das bisschen mehr. Ich habe das jetzt so ein bisschen geholt, damit ich euch zeigen kann, was ich meine damit. Also was ich von Pamuk meine. Ja, ungefähr braucht die Stifte. Das habe ich von Bollwort geholt. Und es kostet nicht so viel. Ich könnte es auch gerne holen. Und ja, das mag ich so gerne. Man kann einfach von hier einfach nehmen, was ihr wollt. Vielleicht kennt ihr diese Stifte von TikTok oder von YouTube. Ich habe das von YouTube gesehen und wollte es so unbedingt holen und ich habe das mit Selena geholt. Dann habe ich das hier, ich habe dann andere Stifte gesehen, aber die waren zu groß, die Packungen. Deswegen, ja. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann Leute, dann sagt einfach bei Kommentare wirklich, dann sagt das wirklich bei Kommentare, was ihr Fragen habt. Ich beantworte es sehr gerne. Und meine Frage bei Quiz, ob ich mal live gehen soll. Und wenn ihr sagt ja, würde mich echt freuen. Aber wenn ihr nein sagt, dann ist es egal. Dann würde ich mich auch freuen, weil dann ist auch eine Antwort von euch. Hauptsache ihr antwortet. Und ich würde, wenn er auch wirklich nein sagt, dann mache ich trotzdem ein Herz. Da lasse ich ein Herz, weil ich richtig nett bin. Und ich lasse nicht so, dass ich wie die anderen Leuten werde, wirklich. Es gibt sehr viele Leute, die so frech sind in Kommentaren.
Einfach lass es doch, Leute. Wirklich, lass es doch einfach. Einfach lass es doch. Wirklich. Das ist doch nicht euer Video, euer Kanal. Das ist von den anderen Kanal. Das ist deren Entscheidung, was die machen mit dem Kanal. Das ist einfach nicht euer Kanal. Wenn ihr einen Kanal macht und ein Video hochladet und eine schreibt zu euren Kommentar, so hässlich, würdet ihr auch nicht freuen, oder? Wäre es in meiner Meinung, dann schreibt es wirklich in Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr in meiner Meinung wäret und nicht den anderen. Ich weiß. Jedes Jahr verändern sich die Leute, alle bringen sich alle um oder sonst irgendwas. Ja, Leute, so ist einfach die Welt. Man sollte nicht zu allem vertrauen, außer Familie. Also Freunde kann man auch nicht mehr vertrauen, weil wegen TikTok, ihr wisst, die Nachrichten und so. Wenn ihr auch Nachrichten guckt. Und ja, egal. Egal, wir machen uns jetzt nicht traurig. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Passt euch auf euch auf. Und ja, wie ich gesagt habe, schreibt irgendwas in meinen Kommentar rein und ich werde antworten. Und ja, oder ihr stellt mir einfach Fragen, wann ich Geburtstag habe oder was ist mein Lieblingsfarben oder irgendwas. Schreibt einfach irgendwas rein und ich werde antworten. Und ja, bye, ciao, Kakao.